Hallo, liebe Freunde des Batarangs und Bat-Freunde. Ich habe das Problem gehabt. Ich brauche Batarangs. Die sollen convention-tauglich sein, aber auch auf Shootings einigermaßen aussehen. Früher gab es mal welche von Rubies, der Faschingsfirma, die manchmal gute und oft schlechte Kostüme für Cosplayer macht. Die hatten halt für 6, 7 Euro mal halt welche zu Batman Begins, der Christian Bale-Ära. Allerdings gibt es die schon lange nicht mehr. Man findet die im Internet noch, dann überteuert oder gar nicht mehr, nur noch irgendwie Bilder, die zu toten Links führen, hilft uns nicht. Ja, also erstmal, wie sollten die aussehen? Ja, da habe ich mir gedacht, ja, so Schablone, ne? Ausdrucken ist einfach, ausschneiden ist auch noch einfach. Ja, man kann ja jeden Batarang, wie man ihn gestalten möchte, machen, ob das jetzt direkt wie das Logo aussieht oder nicht. Dann bin ich im Baumarkt und habe mir eine 3 mm Hartschaumplatte gekauft. Die sind super, die benutze ich auch zum Nerf-Modden. Ja, Nerfs, das werde ich auch noch mal in separaten Videos vorstellen, was ich da so alles damit mache. Und da dachte ich halt, hey, wenn ihr das da benutzt, könnte ich doch auch, funktioniert ja auch thermoplastisch, man kann also auch ein bisschen biegen, wenn man will. Kann man sich ja so Ninja-Sterne in Batman-Optik machen, also den Batarang. Ja, und dann habe ich das mal ausgeschnitten, beziehungsweise, ich muss an der Stelle fairerweise sagen, ich habe es nicht selber ausgeschnitten. Das hat meine fantastische Freundin gemacht. Einige Sachen kann ich mit dem Cutter einfach nicht. Da muss man einfach nur wissen, wie man fragt. Das sieht dann so aus. Das ist der Batarang in der Form, das ist diese Klapp-Version eigentlich von Michael Keaton. Eigentlich heißt, ich habe sie nur aufgezeichnet, ausschneiden lassen. Der könnte jetzt im Original, könnte er so klappen. Ich kann den ja in der Mitte noch durchschneiden und einfach ein Scharnier einbauen, dann kann der das auch. Aber so sah der eigentlich damals aus. Zack, fertig, alle tot. Das hier so Batman Beyond, da habe ich halt gedacht, komm, dann machst du halt drei von jedem, der geht. Ne? Also auch hier, ja, einfach für Fotoshootings, Conventions, ist keine Waffe. Man kann sich damit theoretisch verletzen, wenn ich das Ding jetzt gezielt jemand konstruiert. Leute, das ist keine Waffe. Das ist auch keine Anscheinswaffe. Es ist leicht und weich und es ist Hartschaumplatte. Fertig. Ja, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Einfach so ein normales Logo im 89er-Stil. Und die klassischen in der Originalgröße, die sind ja gar nicht mal so riesig in der Bale-Verfilmung. Ja, die könnte ich jetzt auch noch lackieren. Also einfach silber oder metallisch, wie auch immer, golden. Worauf ihr Bock habt, Leute. Worauf ihr Bock habt. Und die Ben Affleck-Version. Ja. Also, Batarangs sind ab jetzt für euch kein Problem mehr. Eine Hartschaumplatte im Baumarkt werdet ihr finden. Ich verlinke euch zur Sicherheit aber natürlich mal unten eine. Und das war's schon. Teppichmesser habt ihr bestimmt zu Hause, Cutter etc. Und ja, dann kann's losgehen. Braucht ihr nur noch irgendwie einen Drucker, der euch dann Vorlagen druckt, bis ihr halt sagt, ja, die Größe wäre schon gut, ne? Und dann geht das los. War ein ganz kurzes Video diesmal für euch und ein sehr einfaches. Also, viel Spaß beim Batarang bauen. Bis zum nächsten Mal.